Hallo, ich begrüße euch beim Gamer. Heute werden wir eine Kampfstrategie, wie man viele Ressourcen bekommen kann. Zum Beispiel, wie ihr hier so, schon oben sieht, habe ich sehr viel Gold. Was ich eigentlich noch brauche, sind Elixier. Und jetzt zeige ich euch einen Trick, wie man eben viel Elixier und Gold kann bekommen. Man braucht Kobolde und Bogenschützen. Ich zeige euch noch kurz hier, was ich alles habe im Moment. 39 Kobolde, 32 Bogenschütze, 2 Mauernbrecher und 2 Riese. Das ist eigentlich schon gut, dann greifen wir mal an. He? Ja. Gut, ich will mal sagen, nein, das ist ehrlich gesagt ein sehr schlechter. Gehen wir weiter. Okay, der hat eigentlich nichts Schlechtes. Ich wollte noch sagen, eben, wenn man genug Pokale hat, dann ist es eigentlich egal, wenn man jetzt verliert. Ich denke, den könnten wir angreifen, oder? Ja, denke. Schnell, das ist die Kobolde. Hier zwei Riesen und dann hier alles Kobolde. Kohle, dann machen wir hier noch so. Noch ein paar Mauernbrecher, zwei Mauernbrecher und dann los die rein. So, gut, dann haben wir noch ein paar Kobolde, das ist gut. Greifen wir mal die Kanonen hier an. Also es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Schon fast voll. Meine beiden Elixier haben wir schon alles fast voll. Ist gut. Die Kanone ist auch jetzt dann bald kaputt. Und ja. Okay, wir haben jetzt 50% geschafft. Das ist gut. Ah, wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Hoffentlich geht er jetzt kaputt. Nein, schade. Egal. Ja, jetzt haben wir einfach fast voll, alles voll. Und genau das war eigentlich mein Plan. Pokale sind mir im Moment nicht wichtig. Und ja. Das war's eigentlich schon. Und ich würde mal sagen, wenn ihr das Video, wenn es euch gefallen hat, liked es und schreibt noch Kommentare rein, wie ihr es gefunden habt. Das ist unser erstes Video. Ich war ein wenig nervös, muss ich zugeben. Und wegen der Kamera, es tut mir leid. Wir werden, wenn wir sehen, dass es vorankommt, kaufen wir uns eine sehr gute Kamera und ein Mikrofon. Ja, und dann bis nächstes Mal.